Hallo, ganz herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute bei den Literaturfreunden. Ja, wie ihr seht, habe ich hier ein Glas Sekt vor mir stehen und würde gerne mit euch anstoßen. Falls ihr jetzt gerade nichts greifbar habt, dann drückt doch mal ganz kurz auf Stopp und geht euch mal schnell was holen. Ich warte so lange. Ja, ich hoffe, ihr habt alle was in der Hand. Also, es gibt zwei Gründe, um miteinander anzustoßen. Der erste Grund ist, dass heute ein neues Projekt startet. Wie geht's weiter? Buchanfänge. Und der zweite Grund ist, ich glaube es gar nicht, dass mit diesem Video heute tatsächlich das 100. Video der Literaturfreunde online geht. Und darauf möchte ich gerne mit euch trinken. Mein kleiner Trinkspruch wäre auf einen langen Atem und auf viele weitere tolle Literaturprojekte. Zum Wohl! Der Beginn eines Buches ist einerseits entscheidend dafür, ob ich das Buch überhaupt kaufe, wie Simone Carstens schon so schön in unserem Interview ausgeführt hat. Aber gleichzeitig ist der Anfang auch wesentlich dafür, ob ich dieses Buch weiterlese oder doch erstmal wieder zur Seite lege. Ja, und diese Entscheidungsfindung möchte ich uns allen jetzt ein wenig erleichtern, indem ich euch einen Buchanfang vorstelle. Gar nicht viel, so den ersten sinngebenden Abschnitt. Und euch dann die Wahl lasse, möchte ich jetzt wissen, wie es weitergeht oder interessiert mich das doch eher nicht so sehr. Ja, die drei Bücher, mit denen ich heute beginne, das sind drei Bücher, die es uns sehr leicht machen, weiterlesen zu wollen. Es sind alles drei sehr erfolgreiche Bücher und Simone Carstens hat mir alle drei wärmstens ans Herz gelegt. Beginnen möchte ich mit einem ganz bezaubernden Roman, der letztes Jahr erschienen ist, 2020. Es handelt sich um den Roman Herzfaden von Thomas Hetsche. Der Autor Thomas Hetsche ist 1964 in Hessen geboren und ist seit der Erscheinung seines Debütromans Ludwig muss sterben, das war 1989, eine feste Größe in der deutschsprachigen Literatur. Und die Liste seiner literarischen Auszeichnungen liest sich sehr lang. Zweimal bereits stand er mit einem Roman auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Auch mit diesem Roman hier. Hetsche studierte Germanistik, Filmwissenschaften und Philosophie und schloss mit einer Promotion über, Achtung, die Geschichte von Anatomie und Pornografie auf der Folie Venedigs ab. Und ebenso breit gefächert, wie sich Hetsches Interessen und Schwerpunkte schon in seiner Ausbildung zeigen, legt er auch seine Romane an. 12 sind erschienen, die sich weder einem Genre zuordnen lassen, noch sich untereinander sehr ähneln würden. Und so überrascht Thomas Hetsche seine Leser mit einem Roman, Herzfaden, der die Entstehung der Augsburger Puppenkiste thematisiert. Und auch hier geht er nicht rein biografisch, zeitgeschichtlich, chronologisch vor, sondern er webt Parallelgeschichten, macht Zeitsprünge, geht in die Moderne, schaut von der Moderne zurück in die Zeit des Zweiten Weltkrieges und der Nachkriegszeit, der Gründungszeit der BRD, erzählt uns, warum die Augsburger Puppenkiste damals eine so wichtige Rolle spielte. Aber er lässt uns auch unseren alten Helden, unseren Helden der Kindheit begegnen. Wir treffen Prinzessin Lisi, wir treffen das Urmel natürlich und auch meinen größten Helden der Augsburger Puppenkiste, nämlich den kleinen König Kalle Wirsch. Und wir können den Roman auch genauso mit seinen märchenhaften Anklängen und seinen historischen Bezügen, die auch manchmal ganz schön dramatisch sind, genießen. Aber Hetsche lässt uns
wenn wir das möchten, auch etwas tiefer eintauchen in die Thematik Mensch, Puppe, Entwicklung, Abgründigkeiten. Wer damit philosophieren möchte, das macht auch ganz viel Spaß. Und nun der Beginn des Romans. Das Mädchen riss sich von der Hand seines Vaters los und lief weg. Auf keinen Fall sollte er es weinen sehen, verstand es doch selbst nicht, weshalb es plötzlich so furchtbar traurig war, dass ihm die Tränen in die Augen schossen. Verzweifelt drängte es sich durch die Horden kleiner Kinder, die nach der Vorstellung im Foyer des Theaters herumtobten, und kauerte sich schließlich in der hintersten Ecke des großen Raumes, wo der Vater es nicht sehen konnte, auf den Boden. Es zog das iPhone aus der Tasche seines Kapuzenpullovers und schickte an all seine Freundinnen Tränensmileys, wischte sich dabei mit der flachen Hand die echten Tränen so lange aus dem Gesicht, bis keine mehr kamen. Als es wieder klar sehen konnte, bemerkte es neben sich eine kleine Holztür, so weiß gekalkt wie die Wand und ohne Schloss oder Griff. Neugierig tastete es mit den Fingern in den schmalen Spalt zwischen Holz und Stein hinein. Die Tür bewegte sich, doch so schwer, als hätte sie schon lange niemand mehr geöffnet. Das Mädchen stand auf, zog mit aller Kraft am Türblatt und schon strich ihm ein Strom kalter, modriger Luft über das Gesicht. Eine dicke Staubschicht bedeckte den nackten Steinboden vor der gähnenden Dunkelheit, und im Licht, das aus dem Foyer hineinfiel, sah das Mädchen die erste Stufe einer Wendeltreppe, darüber eine zweite, die im Dunkel verschwand. Als es hörte, wie sein Vater nach ihm rief, schlüpfte es durch die Tür und zog sie hinter sich zu. Im selben Moment war alles rabenschwarz um es her. Das Herz schlug dem Mädchen bis zum Hals. Es schaltete die Taschenlampe am iPhone ein und setzte einen Fuß auf die erste Stufe der Treppe, dann auf die nächste, wieder auf die nächste, und immer weiter ging es hinauf. Dabei hielt es sich im bleichen LED-Licht an der steinernen Säule fest, um die sich die Spindel der Wendeltreppe eng nach oben schraubte. Plötzlich war das Licht aus. Das Mädchen blieb zitternd stehen. Der Akku, wusste es, hatte eben noch 75% gehabt. Vorsichtig tastete es sich Stufe für Stufe im Dunkeln langsam weiter, spürte, wie es immer kälter wurde, hielt sich an der steinernen Säule fest und zog mit der anderen Hand die Kapuze über den Kopf. Musste daran denken, wie es am Morgen zu Hause unbedingt den neuen weißen Kapuzenpullover anziehen und die ziemlich komplizierten Zöpfe hatte flechten wollen, die ihm eine Freundin gezeigt hatte, obwohl die Mutter ständig drängelte, weil es längst zum Zug musste. Als es sich daran erinnerte, musste es beinahe wieder weinen. Was fiel dem Vater ein, dachte es wütend, Puppentheater war Kinderkram. Doch während es die Treppe, die nicht enden wollte, immer weiter hinaufstieg, hatte es das Gefühl, als würde es immer kleiner dabei, Stufe für Stufe. Und gleich würde es in der Dunkelheit ganz verschwinden, überhaupt nicht mehr da sein, und fast freute es sich darüber. Da stieß es mit dem Fuß gegen etwas Hartes. Wie geht's weiter? Und was hat es mit dem Titel Herzfaden auf sich? Das könnt ihr alles herausfinden, wenn ihr das Buch weiterlesen möchtet, was ich euch tatsächlich ganz stark empfehlen würde. Verlegt ist der Roman Herzfaden von Thomas Hetsche beim Verlag Kiepenheuer & Witsch.
die beiden folgenden Bücher, die ich euch jetzt vorstelle, jeweils beim Dumont Verlag. Und an dieser Stelle noch einmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für die freundliche Mitarbeit beider Verlage und auch das zur Verfügung stellen der natürlich Copyright geschützten Fotos der Autoren und Autorinnen. Dann möchte ich jetzt gerne zu unserem nächsten Buchanfang kommen. Es handelt sich um den Beginn des Romanes Schatten der Welt von Andreas Izquierdo. Andreas Izquierdo, 1968 geboren, ist ein deutscher Schriftsteller und auch Drehbuchautor und er schreibt für nahezu alle größeren deutschen Fernsehsender. Zu Beginn war er bereits mit zwei seiner Kriminalkurzgeschichten für den Agatha Christie-Preis nominiert, hat dann eine Krimireihe begonnen, die in der Eifel spielt. Es existieren bereits 4 Kriminalromane um den Lokalreporter Jupp Schmitz. Dann hat er sich jedoch bei den folgenden Romanen eher einzelnen Themen gewidmet, also Monographien geschrieben, die sich aber nicht ohne weiteres einem bestimmten Genre zuordnen lassen. Und so ist es auch mit dem Roman Schatten der Welt, den wir jetzt ein wenig genauer betrachten werden. Ein wunderbarer Übergang übrigens von Thomas Hetje zu Andreas Izquierdo ist tatsächlich das Marionettentheater, das auch im Schatten der Welt an einer sehr kleinen, aber sehr wesentlichen Stelle eine große Rolle spielt. Schatten der Welt ist natürlich ein historischer Roman, insofern wir mit den drei Protagonisten durch die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dann auch durch die Zeit im Ersten Weltkrieg schreiten. Das wird nicht immer ganz einfach. Die drei Protagonisten, das sind drei Jugendliche. Es handelt sich um den Ich-Erzähler, Karl, einen jüdischen Jungen, zart und schmal, voller Witz, aber auch ein bisschen schüchtern, und seinen starken und eher heldenhaft angelegten Freund Arthur. Und ein Mädchen ist dabei, nämlich Easy, die eine gar nicht so leichte Kindheit mit einem sehr despotischen Vater erlebt, aber die auf ihre Weise dabei sehr stark und frech und emanzipiert geworden ist. In all ihrer Verschiedenheit sind die drei aber ganz enge Freunde, die sich hundertprozentig aufeinander verlassen können. Und dadurch, dass Izquierdo seinen schüchternsten Helden Karl zum Ich-Erzähler der Geschichte macht, der rückblickend, denke ich, diese ganze Geschichte seiner Jugend und seines Erwachsenwerdens erzählt, können wir sehr persönlich und sehr nah an die Figuren herangehen, können in ihren Kopf schauen und auch in ihr Herz. Und weil wir so nah an diesen Figuren stehen, erleben wir alle Abenteuer, die diese jungen Menschen miteinander erleben. In der Vorkriegszeit vor allem erleben wir diese Abenteuer hautnah und ziemlich atemlos mit. Also nicht nur ein historischer Roman, auch ein Abenteuerroman. Und es geschehen den dreien wirklich die irrwitzigsten Erlebnisse. Und manchmal müssen sie diese sogar im Gefängnis ausbaden. Ja, und dann ist das natürlich auch eine Geschichte über das Erwachsenwerden. Neudeutsch heißt das heute Coming-of-Age-Geschichte. Und die drei jungen Menschen müssen mit Beginn des Ersten Weltkrieges ja schlagartig und sehr unsanft erwachsen werden. So von heute auf morgen. So begleiten wir die beiden jungen Herren an die Front, und obwohl Izquierdo durchaus mit sehr viel Humor erzählt und ich oft herzhaft lachen musste beim Lesen des Romanes, wird es an solchen Stellen dann natürlich auch todernst.
Und Easy, die als junge Frau zu Hause bleiben muss, hat dort ihre eigenen Kämpfe auszufechten in Kriegszeiten und ohne die Hilfe ihrer männlichen Freunde. Ich habe diesen Roman in einer atemberaubenden Geschwindigkeit gelesen. Nicht deshalb, weil uns Izquierdo durch die Geschichte hetzt, er schreibt sehr ruhig und auch detailgetreu, nein, weil er als geübter Drehbuchautor natürlich sehr genau um die Funktion von Cliffhangern weiß. Und man immer wieder eine Figur verlässt, um den Erzählfaden der anderen aufzugreifen, aber genau an der Stelle, an der man doch jetzt unbedingt wissen will, wie es denn nun dort weitergeht. Und so konzipiert er auch das ganze Buch, denn am Ende des Romanes ist die Geschichte nicht zu Ende. Ja, ich gehe davon aus, dieses Buch ist doch relativ umfangreich geworden. Etwas für Leute, die gerne auch dicke Bücher lesen und nicht so schnell wieder die Charaktere aus den Augen verlieren wollen. Und ich nehme fast an, dass diese Geschichte so groß geworden ist, dass Andreas Izquierdo irgendwann entschieden hat, das müssen zwei Romane werden. Also ich wünsche mir zumindest unbedingt einen Fortsetzungsroman. Ja, und damit auch ihr entscheiden könnt, ob euch der Anfang des Romanes packt, lese ich ihn euch jetzt vor. Auf den Tod angesprochen, pflegte mein Vater zu sagen, dass alles bloß halb so schlimm sei, wenn man ihm denn nur in einem schönen Anzug entgegentrete. Natürlich, er war Schneider und seine Einschätzung zeugte von einem gewissen Geschäftssinn, auch wenn er so etwas selbstredend nie vor Kunden gesagt hätte. Dennoch wusste er, dass es wahr war, und ich wusste es auch, weil er es mir auf unzähligen Beisetzungen bewiesen hatte. Tatsächlich war ich in meiner Kindheit öfter auf Beerdigungen als auf Hochzeiten, Erntedankfesten, Gemeindefeiern oder Geburtstagen zusammen. Keiner von uns beiden mochte den Tod, obwohl er uns in gewisser Weise über Wasser hielt. Aber zum großen Verdruss meines Vaters zog sich unsere Kundschaft eben nur zweimal im Leben gut an. Bei ihrer Hochzeit und bei ihrem Begräbnis. Und da Hochzeitskleider in aller Regel weitervererbt wurden, blieben meistens nur die Beerdigungen. Warum mir ausgerechnet die vom 23. Januar 1910 in besonderer Erinnerung geblieben ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil der Kaiser ein paar Tage später Geburtstag hatte und Arthur anlässlich dieses Ehrentags den übelsten Streich ausheckte, den Thorn in seiner Geschichte je über sich ergehen lassen musste. Was für Arthur und mich der Anfang von allem war. An diesem Sonntag jedenfalls war es bitterkalt. Schnee stob in pudrigen, eisigen Wolken durch die Straßen und lediglich die Frommsten kämpften sich vermummt gegen den schneidenden Ostwind dem Geläut der St. Georgenkirche entgegen. Nach der Messe würden sie kommen, um Abschied zu nehmen, jetzt aber stand die Witwe mit ein paar verlorenen Gestalten um den kleinen Kohleofen der guten Stube herum und wärmte sich die Hände. Einfache Leute, grobe Kleidung, vielfach geflickt, in mehreren Lagen übereinander getragen, für einige bereits ihre gesamte Garderobe. Die Tür zum einzigen Nebenzimmer war verschlossen, darin, klamm wie in einer Gruft, der Tote mit gefalteten Händen auf dem Bett. In der dem Ofen gegenüberliegenden Ecke, im Halblicht eines stürmischen Wintertages, Vater und ich. Wir hatten schöne Anzüge an, mit Weste, Krawatte und Vatermörderkragen und hielten genügend Abstand zu den anderen, so dass unser Wispern nicht weiter auffiel. »Schau dir das an, mein Junge«, flüsterte Vater und nickte zu der Gruppe am Ofen hinüber. »Man möchte einen Schneider rufen.« »Du bist Schneider, Vater«, antwortete ich leise. »Niemand hat einen schönen Anzug.
Sie sind alle arm, Vater. Wir sind auch arm, mein Junge. Und schau nur, wie wir aussehen. Inmitten des grauen, zerrissenen, geflickten, ausgeblichenen, fleckigen und derben wirkten wir wie Edelleute, die sich ins falsche Viertel verirrt hatten. Die Leiche sieht gut aus, versicherte ich ihm. Ganz genau, junger Mann. Und warum tut sie das? Weil sie einen schönen Anzug anhat, der morgen vergraben wird, gab Vater zurück, und ich konnte die Kränkung darüber in seiner Stimme hören. Er seufzte, genauso wie er es immer tat, wenn die Hinterbliebenen in unsere Schneiderstube eintraten und hektisch ihre Hüte oder Kappen abnahmen. Niemand nahm beim Schneider die Kopfbedeckung ab, es sei denn, jemand war gestorben. Dann drehten sie ihre Hüte verlegen in den Händen und fragten zögerlich, ob Vater nicht mal mitkommen könnte, um Maß zu nehmen. Später kehrte er dann zurück und klagte, dass diese vermaledeite Stadt die einzige auf der ganzen Welt sei, in der man nach dem Priester gleich den Schneider rufe. Er verstand einfach nicht, warum erst im Tod wichtig wurde, was dem Verblichenen im Leben doch viel mehr genutzt hätte. Gott wird deinen Anzug zu schätzen wissen, tröstete ich. Gott interessiert sich nicht für Anzüge. Ja, so beginnt der Roman Schatten der Welt von Andreas Izquierdo. Ich glaube übrigens, dass dieses Buch auch eine tolle Leseempfehlung für ältere Jugendliche oder junge Erwachsene ist, die hier die Möglichkeit haben, aus der Sicht eines jungen Mannes in ihrem Alter die Gräuel des Ersten Weltkrieges zum ersten Mal ganz nah mitzuerleben. So, und nun last but not least, der dritte Roman, den ich euch heute vorstellen möchte und dessen Anfang ich natürlich auch lesen werde. Es handelt sich um den Roman »Was man von hier aus sehen kann« von Mariana Lecky. Mariana Lecky wurde 1973 in Köln geboren und neben einer Buchhandelslehre studierte sie in Tübingen Germanistik und empirische Kulturwissenschaften. Später dann noch zusätzlich in Hildesheim kreatives Schreiben und Kulturjournalismus. Sie gewann bereits mit ihren ersten Kurzgeschichten Preise und 2004 erschien dann ihr erster Roman »Erste Hilfe« bereits im Dumont Verlag. Dort sind nun 5 Romane von ihr erschienen und der letzte Roman, was man von hier aus sehen kann, der auch heute unser Thema ist, der ist 2017 erschienen und wurde ein Riesenerfolg. 65 Wochen lang stand er auf der Spiegel-Bestsellerliste und wurde außerdem zum Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler gekürt. Mittlerweile ist dieser Roman in über 20 Sprachen übersetzt und wird nun auch, und das ist natürlich was ganz Besonderes, für das Kino verfilmt. Ich möchte jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen an dieser Stelle, denn ich glaube, wenn man den Beginn des Romanes hört, dann hat man auch sofort eine Einschätzung, worum es in diesem Roman geht, welche Schwerpunkte Lecky setzt und warum dieses Buch ein solcher Erfolg geworden ist. Den Beginn des Romans, was man von hier aus sehen kann, bildet ein Prolog, ein ganz fantastischer Prolog, der sich vor allen Dingen dann erschließt, wenn man das Ende der Geschichte kennt, das wir ja natürlich noch nicht kennen. Daher bin ich jetzt ein bisschen böse und überspringe den Prolog und steige für den besseren ersten Eindruck direkt mit der eigentlichen Handlung ein. Es gehört zum ersten Teil und der beginnt mit dem Kapitel Weide, Weide. Als Selma sagte, sie habe in der Nacht von einem Okapi geträumt, waren wir sicher, dass einer von uns sterben musste. Und zwar innerhalb der nächsten 24 Stunden. Das stimmte beinahe.
Es waren 29 Stunden, der Tod trat etwas verspätet ein und das buchstäblich. Er kam durch die Tür. Vielleicht verspätete er sich, weil er lange gezögert hatte, über den letzten Augenblick hinaus. Selma hatte in ihrem Leben dreimal von einem Okapi geträumt und jedes Mal war danach jemand gestorben. Deshalb waren wir überzeugt, dass der Traum von einem Okapi und der Tod unbedingt miteinander verbunden waren. Unser Verstand funktioniert so. Er kann innerhalb kürzester Zeit dafür sorgen, dass die einander abwegigsten Dinge fest zusammengehören. Kaffeekannen und Schnürsenkel beispielsweise oder Pfandflaschen und Tannenbäume. Der Verstand des Optikers war besonders gut darin. Man sagte dem Optiker zwei Sachen, die nicht im geringsten zusammengehörten, und er stellte aus dem Stand eine enge Verwandtschaft her. Und jetzt war es ausgerechnet der Optiker, der behauptete, dass der neuerliche Traum vom Okapi ganz gewiss niemandem den Tod brächte, dass der Tod und Selmas Traum vollkommen zusammenhanglos seien. Aber wir wussten, dass der Optiker es eigentlich auch glaubte. Vor allem der Optiker. Auch mein Vater sagte, dass das hanebüchender Unfug sei und unser Irrglaube vor allem daher käme, dass wir zu wenig Welt in unsere Leben hineinließen. Das sagte er immer. Ihr müsst mehr Welt hineinlassen. Er sagte es entschieden und vor allem zu Selma im Vorhinein. Im Nachhinein sagte er es nur noch selten. Das Okapi ist ein abwegiges Tier, viel abwegiger als der Tod. Und es sieht vollkommen zusammenhanglos aus mit seinen Zebra-Unterschenkeln, seinen Tapir-Hüften, seinem giraffenhaft geformten rostroten Leib, seinen Rehaugen und Mausohren. Ein Okapi ist absolut unglaubwürdig, in der Wirklichkeit nicht weniger als in den unheilvollen Träumen einer Westerwälderin. Es war überhaupt erst 82 Jahre her, dass das Okapi offiziell in Afrika entdeckt worden war. Es ist das letzte große Säugetier, das der Mensch entdeckt hat. Das glaubt er jedenfalls. Vermutlich stimmt das auch, denn nach einem Okapi kann eigentlich nichts mehr kommen. Wahrscheinlich hat schon sehr viel früher einmal jemand einen Okapi inoffiziell entdeckt, aber vielleicht hat er beim Anblick des Okapis geglaubt, er träume oder er habe den Verstand verloren, weil ein Okapi, besonders ein plötzliches und unerwartetes, absolut zusammengeträumt wirkt. Das Okapi wirkt alles andere als unheilvoll. Es kann überhaupt nicht unheilvoll wirken, selbst wenn es sich anstrengen würde, was es, soweit man weiß, selten tut. Selbst wenn es sich in Selmas Traum das Haupt von Krähen und Käuzchen hätte umflattern lassen, die ja die Unheilfülle gepachtet haben, hätte es immer noch einen sehr sanftmütigen Eindruck gemacht. Dieser Roman von Marianna Lecky sagt in jeder Zeile, auch in jeder traurigen Zeile, ja zum Leben. Und das macht ihn so unwahrscheinlich lesenswert. Und wenn die Ich-Erzählerin die unglaublichsten Widersinnigkeiten formuliert, dann werden diese verrückten, irrwitzigen Widersinnigkeiten genau in dem Moment nachvollziehbar. Und ich denke, ja, genau so ist es, genau so funktioniert das Leben. Das zu dem letzten Buch. Und damit sind wir nun am Ende der Buchvorstellungen angelangt. An der Stelle, es werden in Zukunft nicht immer drei Bücher sein, die ich an einem Stück anlese, sondern auch manchmal nur zwei oder vielleicht auch nur mal eines. Aber in diesem Fall jetzt musste das nun so sein.
Ich bin total neugierig. Ich würde unglaublich gerne wissen, welcher dieser Buchanfänge euch jetzt gepackt hat. Ich hoffe, wenigstens einer hat das getan. Falls ihr Lust habt, schreibt mir doch mal eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf der Webseite www.literaturfreunde.de. Und damit möchte ich euch für heute verabschieden. Wir werden uns aber ganz bald zu zwei weiteren Buchanfangslesungen wieder treffen. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Tschüss!